Wie funktioniert ein ETF? Wie richtet man einen Sparplan ein und welche ETFs sind interessant und zum Vermögensaufbau geeignet? Verehrte Zuschauer, alleine in Europa sind mittlerweile mehr als 500 Milliarden Euro in ETFs investiert. Die Indexfonds werden mittlerweile immer beliebter und zwar weltweit. In diesem kurzen Clip möchte ich Ihre Fragen zu ETF-Sparplänen beantworten. Mein Name ist Volker Altfader. Ich beschäftige mich seit mehr als 20 Jahren mit den Themen Börse und Geldanlage und möchte mein Wissen hiermit gerne mit Ihnen teilen. Schauen wir uns zunächst an, wie ein ETF funktioniert. Die Abkürzung ETF steht für Exchange Traded Fund. Ein ETF ist also nichts anderes als ein an einer Börse gehandelter Fonds. Anleger verwenden auch den Begriff Indexfonds, weil ein Indexfonds, das sagt ja schon der Name, in der Regel einen Börsenindex im Verhältnis 1 zu 1 abbildet. Beispielsweise den DAX oder den amerikanischen Dow Jones Index. Schauen wir uns das einfach mal auf Finanzen.net an. Gehen wir zur ETF-Themenseite. Hier finden Sie Nachrichten und Daten zu allen Fonds, die in Deutschland angeboten werden. Suchen wir jetzt nach einem ETF auf den DAX. Der DAX, das wissen Sie vielleicht, enthält die 30 größten Unternehmen Deutschlands, eine Allianz beispielsweise, eine Siemens oder auch eine Daimler-Aktie. Wir haben hier jetzt gleich eine ganze Reihe von DAX-ETFs gefunden. Schauen wir uns exemplarisch einmal den Fonds von Comstage an, und zwar in der langfristigen Entwicklung. Und dann vergleichen wir ihn noch mit dem DAX. Wie Sie sehen, der Comstage-ETF entwickelt sich exakt so wie der deutsche Aktienindex. Mit anderen Worten, wenn Sie einen Sparplan auf einen DAX-ETF einrichten, kaufen Sie quasi den DAX und nehmen damit unmittelbar an der Kursentwicklung des Index teil. Als Anleger können Sie mit einem Indexfonds, also mit einem einzigen Wertpapier, in mehrere Dutzend Unternehmen investieren. Sie kaufen also de facto alle Aktien, die sich im Index befinden, auf einmal. Damit wären wir auch schon bei den wesentlichen Unterschieden zwischen ETFs und klassischen Fonds. Bei einem ETF gibt es keinen Manager, der sich um die Auswahl der Aktien kümmert. Anders als bei Fonds, bei denen sich meist ein ganzes Team an Analysten damit beschäftigt. Ein Indexfonds macht ja prinzipiell nichts anderes, als den zugrunde liegenden Index im Verhältnis 1 zu 1 abzubilden. Dafür brauchen Sie keinen Manager. Für Sie als Anleger ist das ein Vorteil, weil damit auch die Kosten fürs Management wegfallen. Auch einen Ausgabeaufschlag gibt es bei ETFs nicht. Wer schon mal einen Fonds gekauft hat, weiß, dass hier häufig 3, 4 oder 5% der investierten Summe weg sind. Geld, das beim Vertrieb von Banken und Sparkassen landet. Einen Nachteil haben ETFs aber für Sie als Anleger. Ihr Indexfonds wird nie besser als der Index abschneiden. Eine Outperformance ist also nicht drin. Allerdings, das zeigen Untersuchungen, die meisten Fondsmanager schneiden ohnehin auf Dauer nicht besser ab als der Index. Wie funktioniert nun ein ETF-Sparplan? Worauf müssen Sie achten, wenn Sie einen Sparplan abschließen wollen? Um es gleich vorwegzunehmen, Sie können im Prinzip nicht viel falsch machen. Ein ETF-Sparplan funktioniert eigentlich genauso wie ein Bank- oder ein Fondssparplan. Was Sie auf jeden Fall brauchen, ist eine Bank. Bei der Auswahl der Depotbank sollten Sie darauf achten, dass Ihnen eine möglichst breite Auswahl an Sparplänen zur Verfügung steht. Prüfen sollten Sie unbedingt auch die Kosten, vor allem die Depotgebühren und auch die Gebühren für den Kauf, also für die monatliche Ausführung Ihres Sparplans. Die günstigsten Banken berechnen Ihnen hier keinen Cent. Ihr Geld fließt dann in vollem Umfang in den ETF. Empfehlenswert ist ein Anbieter, bei dem Sie Ihren Sparplan online verwalten können. Dann können Sie zum Beispiel Ihre Sparrate mit ein paar Klicks online anpassen oder, wenn Not am Mann ist, den Sparplan auch einfach mal für eine Weile pausieren. Hat Ihre Bank eine breite Palette an Fonds und ETFs zur Auswahl, können Sie auch online in einen anderen Fonds wechseln. Oder wenn Sie das Geld benötigen, den Sparplan mit wenigen Klicks beenden und sich das angesparte Geld auf Ihr Konto zurücküberweisen.
Wenn Sie das Depot dann eröffnet haben, loggen Sie sich einfach ein und wählen den Fonds aus, den Sie besparen wollen. Zur Auswahl der ETFs erzähle ich Ihnen gleich noch etwas. Die Sparrate, die jeden Monat in den Fonds fließen soll, müssen Sie natürlich auch noch festlegen. Meist können Sie schon ab 50 Euro im Monat loslegen. Es gibt also keine großen Hürden. Bevor ich Ihnen gleich noch eine kleine Auswahl an möglichen Indexfonds für Ihren Sparplan vorstelle, noch zwei, drei Sätze zu den wichtigsten Vor- und Nachteilen. Vollkommen unabhängig davon, ob Sie auf einen Fonds oder ETF setzen. Mit einem Fonds- oder ETF-Sparplan bleiben Sie völlig flexibel. Anders als bei vielen Versicherungslösungen. Sie bilden also Vermögen, ohne sich vertraglich zu binden und nutzen die vollen Chancen der Aktienmärkte. Wenn Sie das Risiko der Aktienmärkte scheuen, können Sie alternativ auch einen Rentenfonds besparen. Die Renditen sind aber in der Regel nicht so gut. Ich vertrete ja die Meinung, dass Sie, wenn Sie Vermögen aufbauen wollen, an den Aktienmärkten nicht vorbeikommen. Der DAX hat in der Vergangenheit beispielsweise im Schnitt eine Rendite von 6-8% abgeworfen. Eine Garantie hierfür gibt Ihnen natürlich niemand. Die Grafik links zeigt aber ziemlich eindrucksvoll, dass sich ein Sparplan bei einer Rendite von 7% über viele Jahre hinweg richtig auszahlen kann, was natürlich am Zinseszinseffekt liegt. Das kennen Sie. Und wenn Sie Monat für Monat ansparen, kaufen Sie Ihren ETF im Schnitt immer zu einem durchschnittlichen Preis. Über einen temporären Kursrückgang beim DAX können Sie sich also durchaus freuen, denn dann erhalten Sie für Ihre 50 oder 100 Euro mehr Anteile als bei stark gestiegenen Kursen. Wie wählen wir nun einen passenden Indexfonds aus? Es gibt tausende Fonds und beinahe ebenso viele ETFs und natürlich stellt sich jeder Anleger die Frage, welcher Fonds der richtige ist. Um es vorweg zu sagen, keiner kann Ihnen sagen, welcher ETF in Zukunft am besten abschneiden wird. Klar ist aber, dass es nicht ratsam ist, Ihr Geld in exotische Börsenindizes zu investieren. Ein ETF, der in Entwicklungsländern investiert ist, ist für einen Sparplan zu spekulativ. Ebenso ein ETF in Goldminenaktien oder auf chinesische oder russische Aktien. Gerade für Einsteiger oder wenn Sie langfristig Vermögen aufbauen wollen, ist es empfehlenswert, den Blick auf die bekannten Börsenindizes zu richten. In der Tabelle auf dieser Folie habe ich die 5 für deutsche Anleger wichtigsten Börsenindizes aufgelistet. Mit einem Sparplan auf den MSCI World investieren Sie in einen Index, der die nach Börsenwert größten 1600 Aktien der Welt enthält. Sie haben also stets einen kleinen Anteil an der Entwicklung der größten Unternehmen der Welt. Keine schlechte Idee. Sie hat nur einen Haken und das ist das Währungsrisiko. Denn weit mehr als 2/3 dieser Aktien werden nicht in Euro notiert. Eine negative Entwicklung des Dollar über viele Jahre hinweg kann Ihnen also einen beträchtlichen Teil Ihrer Kursgewinne zunichte machen. Ihr Währungsrisiko reduzieren können Sie da schon mit Indexfonds, die den Stoxx Europe 600 oder den Euro Stoxx 50 abbilden. Aber auch der Stoxx Europe 600 enthält etwa zu einem Drittel Aktien in ausländischer Währung. Sinnvoller erscheinen daher der Euro Stoxx 50, der DAX 30 oder der MDAX, die alle nur Aktien aus der Eurozone enthalten. Dabei kann man ganz grob sagen, dass der DAX 30 etwas chancenreicher, aber auch etwas risikoreicher ist als der Euro Stoxx. Der MDAX ist nochmals deutlich chancen-, aber auch risikoreicher. Er enthält die 50 größten Unternehmen, die auf die 30 DAX-Unternehmen folgen. Vergleichen Sie einfach mal die historische Entwicklung von Euro Stoxx, DAX und MDAX auf finanzen.net. Kommen wir zu unseren 7 Tipps zu Sparplänen. Immer wieder höre ich von Freunden oder Bekannten, dass sie in einen ETF-Sparplan oder in einen Fondssparplan investieren möchten. Viele schieben es aber immer vor sich her, weil sie nicht wissen, wie es funktioniert oder weil sie nicht wissen, welchen Fonds sie besparen sollen. Daher mein wichtigster Tipp, starten Sie einfach. Starten Sie jetzt und heute. Sie können ja nichts groß verlieren. Wenn Sie keine Vertragsbindung haben, können Sie ja auch jederzeit wieder aussteigen.
Zweitens, wenn Sie Monat für Monat 100 Euro oder 200 Euro oder mehr übrig haben, super. Wenn nicht, starten Sie eben mit kleinen Beträgen. Bei den meisten Anbietern können Sie schon mit 50 Euro im Monat starten. Wichtig ist, dass Sie loslegen, so früh wie möglich. Drittens, sparen Sie bitte regelmäßig. Es lohnt sich. Zeigen Sie Durchhaltevermögen. Legen Sie jeden Monat 50 oder 100 Euro zurück und denken Sie an den Zinseszinseffekt. Viertens, wir haben gerade darüber gesprochen. Setzen Sie nicht auf Goldminenfonds oder andere exotische Indizes. Richten Sie Ihren Blick auf den Eurostoxx 50, den DAX oder vielleicht auch den MDAX und denken Sie daran, es ist besser jetzt anzufangen, als wochenlang zu überlegen, welcher Index der beste für Sie ist. Fünftens, oft höre ich von Leuten, die ihren Sparplan von 50 oder 100 Euro nochmal streuen wollen. Das ist, bitte entschuldigen Sie, großer Käse. Ein ETF auf den Eurostoxx oder den DAX streut schon ausreichend in die größten Konzerne Europas. Eine noch breitere Streuung ist für Einsteiger nicht ratsam. Kommen wir zu den letzten beiden Punkten. Wählen Sie einen Anbieter, bei dem Ihre Sparraten auch in vollem Umfang in Ihrem ETF ankommen. Zahlen Sie keine Depotgebühren und wählen Sie einen Anbieter, bei dem Sie möglichst geringe oder gar keine Ordergebühren bezahlen. Zum Schluss möchte ich Sie noch in eigener Sache auf ein Angebot hinweisen, das Sie sich genauer anschauen sollten. Als größtes deutsches Börsenportal bietet Finanzen.net nämlich seit Anfang 2016 ein Depot in Kooperation mit der Comdirect Bank an. Auf www.finanzen-broker.net können Sie ein Online-Depot eröffnen, in dem weder Depotführungskosten anfallen, noch Kosten für die Ausführung von Sparplanraten. Ihr Geld fließt also in voller Höhe in Ihren Sparplan. Finanztest bezeichnet die geringen Orderkosten in diesem Depotmodell übrigens als unschlagbar günstig. Und auch in der Euro am Sonntag landete dieses Depotmodell als Testsieger ganz vorne. Wie Sie sehen, Ihnen stehen mehr als 170 verschiedene Sparpläne zur Verfügung. Ich zeige Ihnen das ganz kurz. Auf der Startseite von finanzen-broker.net finden Sie alle Informationen rund um das Depot. Sie sehen, die Depotführung ist kostenlos. Sie erhalten 9000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag und können mehr als 170 Sparpläne kostenlos kaufen. Auf der Sparplanseite können Sie auch in Ruhe nachlesen, welche Fonds und ETFs Sie besparen können. Sie sehen, Sie können aus mehr als 80 ETFs auswählen. Und natürlich sind hier auch ETFs zum MSCI World, Eurostoxx, DAX oder MDAX mit dabei. Übrigens, wenn Sie jetzt ein kostenloses Depot eröffnen, erhalten Sie einen Gutschein für den Online-Lehrgang Grundlagen des Börsenhandels der Euroakademie. Sie können sich damit fundiertes Wissen rund um die Börse einfach online aneignen. Der Kurs kostet, wie gesagt, normalerweise 129 Euro. Wenn Sie jetzt ein Depot eröffnen, erhalten Sie ihn kostenlos. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie dieses Video liken oder teilen. Und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dann teilen Sie es doch einfach mit Leuten, die Sie nicht mögen.